Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play zu U-Boat. In der letzten Folge haben wir hier einen Geleitzug verfolgt und haben mehrere Schiffe mittlerweile versenken können. Einmal zwei Frachter und einen Zerstörer, welcher aber ja immer noch nicht ganz untergegangen ist. Hier ist noch so ein ganz, ganz kleiner Fleck, der so ein bisschen aus dem Wasser guckt. Ja, also hier die Bug plus die Geschütztürme und auch die Brücke gucken noch ein bisschen aus dem Wasser. Aber die Besatzung hat das Schiff natürlich verlassen. Jetzt haben wir folgende Situation. Wir haben noch zwei Korvetten und einen weiteren Zerstörer, die natürlich jetzt hier auf dem Weg zu uns sind. Und tatsächlich spiele ich jetzt gerade mit dem Gedanken, die Schiffbrüchigen jetzt einfach mal fix links liegen zu lassen, weil wir haben nämlich hier noch, ja, gute 4,5 Meilen. Na gut, ja, 4 bis 4,5 Meilen zwischen uns und den Kriegsschiffen. Und die Frachter sind aber völlig schutzlos momentan. Und aus diesem Grunde würde ich sagen, werden wir jetzt einfach mal richtig dolle reinhauen und werden normale Beleuchtung können wir sowieso mal anmachen. Vielleicht auch mal den Schnorchel raushauen, den Diesel bemannen und auch mal auf äußerste Fahrt gehen und versuchen hier so schnell wie möglich mal zu verschwinden und uns in die Nähe des Konvois zu begeben. Was sehe ich denn jetzt da? Die drehen plötzlich. Das ist ja auch interessant. Hier haben wir verschiedene Funknachrichten. Die sind aber alle chiffriert. Die können wir eh nicht lesen. Okay. Sehr gut. Das funktioniert schon mal. Der Geleitzug selber ist äußerst langsam unterwegs. Die Kriegsschiffe bewegen sich tatsächlich von uns weg. Das ist auch interessant. Wir haben ja Gott sei Dank den Punkt gesetzt. Das heißt, den angeschlagenen Zerstörer werden wir relativ schnell wiederfinden. So, jetzt sollten die Frachter gleich auftauchen. Jawohl, da kommen sie. Und soweit ich das sehen kann, haben wir kein Kriegsschiff. So, jetzt schauen wir aber nochmal nach Bewaffnung. Auf diesem britischen Frachter ist keine. Auf diesem britischen Frachter ist ebenfalls keine. Auf diesem spanischen auch keine. Auf diesem Tanker ist auch nichts. Und auf diesem ist auch nichts. Leute, die sind völlig wehrlos. Die sind völlig wehrlos. Ich würde sagen, die sind ganz schön weit weg jetzt. Ja, über 20 Meilen. Also können wir jetzt hier einfach auftauchen. Wir gehen schon mal auf große Fahrt runter und werden uns einer nach dem anderen hier um diesen Frachter kümmern. Der Kommandant geht schon mal an die 88 mit 3 Mann Besatzung. Oh, und schaut mal, hier ist noch einer. Auch unbewaffnet. 1, 2, 3, 4, 6 Frachter. Ja, mein lieber Mann, Leute. Pass auf, wir sind jetzt gerade auf dem Kurs zu ihm. Um den kümmern wir uns trotzdem mal zuerst. So, den haben wir. Wir gehen auf langsame Fahrt runter, gehen zum Kommandanten, wählen den Kahn aus und Feuer. Das sieht schon mal gut aus. Sehr schön. Dann geben wir ihm hier vorne nochmal ein, zwei Schuss. Oder auch drei. Schön tief zielen und jetzt warten wir einfach mal. Wir gehen nochmal runter auf kleine Fahrt. Passiert wenig bis gar nichts. Kommt, da machen wir nochmal zwei. Immer noch nicht wirklich.
So, jetzt brennt er auch. Nochmal, passiert ja immer noch nicht viel. Ah, jetzt aber. Ich aber immer noch stark in Grenzen. Oder ein bisschen müssen wir noch. Das gibt's ja nicht. Der frisst ja ordentlich Kugeln hier. War zumindest die helle Leiste weg. Er brennt immer noch. Was ist denn, wenn wir ihm jetzt einfach mal noch einen auf dem Deck geben? Aufs Deck geben. Äußerst langsam. Boah, das gibt's ja nicht. Der ist ja wirklich hartnäckig, Leute. Also wir haben noch 65 Schuss. Die möchte ich jetzt nicht alle für einen aufbrauchen. Das kann ja schon fast nicht sein. Schaut euch das mal an. Das ist ja der Hammer. Und da passiert nichts. Na doch, ganz, ganz langsam. Okay, passt auf. Dann warten wir einfach mal ab hier und sind geduldig. Und werden ihn dann mal überholen mit äußerster Fahrt. Und gehen mal zum nächsten. Ja, okay, und da ist er auch untergegangen. Sehr schön. Dafür sind wir jetzt zu schnell. Wir gehen nochmal auf kleine Fahrt runter. Da können wir nochmal schnell gucken. Niemand Wichtiges an Bord. Dann geben wir ihnen Vorräte. So, dann Boot 2. Da haben wir die beiden. Und denen geben wir auch noch Vorräte. Achso, nee, Boot 1. Sie ist zu weit entfernt. Gut. Nicht so schlimm. Wir fahren trotzdem direkt zum nächsten. Halbe Fahrt. Gerade lenken, auf langsame Fahrt runtergehen. Anwählen und machen wir mal hier. Feuer. Die Empire Sailor. Warte mal einen Moment, da tut sich noch ein bisschen was. Der brennt ja auch schon ordentlich. Na, aber der braucht ein bisschen was, braucht er noch. Geben wir ihm hinten noch mal ein, zwei Schüsschen. Okay, damit ist die Hauptleiste weg. Dann warten wir mal ab. Senden schon mal eine Meldung raus. Von den Kriegsschiffen ist weit und breit nichts zu sehen. Und das sieht doch sehr gut aus, Leute. Wir gehen mal auf kleine Fahrt direkt runter. Und werden uns dann schon mal um die Rettungsboote kümmern. Da ist niemand an Bord. Vorräte
100 Rindfleisch. Jawohl. Und dann Boot Nummer 2. Dort haben wir auch nochmal die Offiziere. Und auch da geben wir was zu knabbern ab. Okay. Sehr schön. Wieder auf halbe Fahrt hoch. Achso, den Schnorchel können wir auch mal einfahren. Und dann fahren wir direkt hier unten hin zum nächsten. Ja, die setzen nur eine Meldung ab, dass sie attackiert werden voraussichtlich. Oder aller Voraus... Dass sie... Nee, sie setzen eine Meldung ab, dass sie gerade attackiert werden. Mein Gott, deutsche Sprache, manchmal schwere Sprache. Okay, langsame Fahrt. Und nächster, Empire Sydney. Ja, wenn die Meldung hier weggeht, ja. So, hellgrüne Leiste weg, aber, ah doch, da tut sich ein bisschen was. Wir gehen schon mal auf kleine Fahrt runter. Und das sieht momentan danach aus, als wenn wir schon den nächsten haben. Wir haben noch 44 Granaten übrig. Jawohl. Direkt die Meldung rausjagen. Boot 1. Da ist niemand an Bord. Vorräte. Boot und tschüss. Boot Nummer 2. Und ab dafür. Und auf zum nächsten. Halbe Fahrt. Ist ja jetzt wirklich leicht, ne? Also, dass die Kriegsschiffe hier weggefahren sind, das macht uns das Leben jetzt ziemlich leicht. Drei Kabeln, ein bisschen näher möchte ich noch heran. Schon auf langsame Fahrt runter. Jawohl, kleine Fahrt. Und da ist er. Die Monte Annabal. Die hält sich auch schon wieder so krass. Na, jetzt sieht's aber gut aus. Also den hellgrünen Streifen wegzubekommen, ist manchmal ganz schön schwer. Können wir ihm eigentlich... Wir haben den Propeller angehalten. Können wir den nicht zerstören? Ich möchte das jetzt mal probieren. Ne, also Schaden am Propeller sieht man leider nicht. Aber tut nichts, denn wir haben das Schiff schon. So, Vorräte. Und Nummer 2. Da haben wir dann auch die spanischen Offiziere.
Und auch hier gibt es nochmal was zu beißen. Sehr schön. Da haben wir den nächsten. Wieder 3000 Punkte. Und dann kommen wir zur Olympus. Okay, langsame Fahrt. Nächster. Und hier haben wir es jetzt mit dem Tanker zu tun. Na, geh weg. Okay. Na komm, lauf schön voll, damit wir aufs Deck schießen können. Denn sobald die Detonationen losgehen, gehen die Schiffe eigentlich relativ schnell unter. Das sollte reichen. Wunderbar, Leute. Und auch hier wieder ein schönes Feuerwerk. Kommt, da geht doch noch was. Nee, das war's. Aber ich möchte jetzt auch die Munition sparen. Würde gerne auch eine weitere Detonation hier heraufbeschwören, aber wir sparen hier die Munition. Und damit. Okay, Detonation kam auch so. Wunderbar. Das Schiff ist gesunken. Nochmal wieder ein paar Punkte. Und jetzt haben wir sogar noch einige Rettungsboote. Wir können aber niemanden mehr bei uns an Bord nehmen. Das heißt, wir geben einfach nur die Lebensmittel aus. Okay, und noch das letzte. Sehr schön. Damit bleibt noch ein Frachter übrig. Immer noch nichts von. Oh, da kommt Schornsteinrauch, Leute. Auch ziemlich schnell. Wisst ihr was? Wir werden da jetzt mal auf Periskoptiefe gehen. Versuchen uns so nah wie möglich an dieses Schiff zu bewegen. Weil da kommt gerade ein Kriegsschiff. Wie sieht's mit den Torpedos aus? Hat da mal jemand geprüft? Torpedos sind vorgewärmt. Das wird auch gerade noch so reichen. Okay, gut, dass wir getaucht sind. Okay, er ist entfernt. Ja, wissen wir noch nicht so genau, wie weit, ne? Von hier sind nochmal Meldungen, aber das werden wahrscheinlich alles so chiffrierte sein. Ne, hier haben wir eine Meldung, aber wir haben gerade anderweitig zu tun. Der Rest sind chiffrierte Nachrichten, die wir eh nicht lesen können. Ja, der fährt natürlich richtig krasse Schlangenlinien. Also, ja, ob wir den jetzt mit Torpedos kriegen, ist die Frage, ne? Wir könnten jetzt natürlich richtig verwegen sein. Ich meine, die sind 7,5 Meilen entfernt. Wartet mal, lasst uns mal gucken. Da ist der Frachter. Von den anderen sehen wir tatsächlich nur Schornsteinrauch.
Sehen wir, wohin die sich bewegen? Nördlich. Okay. Das ist tatsächlich nochmal eine Chance. Wisst ihr was? Dann tauchen wir doch nochmal auf. Wir machen auch mal direkt den Dieselkompressor an. Und ich habe eben gesehen, dass wir ein bisschen lenzen müssen. Den schnappen wir uns jetzt nochmal so. Wir haben ja noch Munition für die 8-8. Okay, langsame Fahrt. Es ist nichts in Sicht. Wir prüfen aber nochmal so. Ja, da ist alles gut. Also da würde ich mir jetzt keine Gedanken machen. Dann du schon mal wieder an die 8-8. Und wir fahren noch ein bisschen näher heran. Das war fast ein bisschen zu knapp. Na, obwohl. Sehr gute Schussentfernung. Und die Sonar war auch noch genug. Versuchen wir mal so tief zu zielen, wie es eben geht. Jawohl. Vorne geht noch ein bisschen was. Eine machen wir noch. So, mal gucken, ob das ausreichend ist. Wir gehen mal runter auf kleine Fahrt. Hinter uns ist noch nichts zu sehen. Okay, das sollte jetzt aber reichen. Ja, die Besatzung verlässt das Schiff. Jawohl, damit haben wir's. Nächste Meldung absetzen. Vorräte geben. Und schnell die Punkte einheimsen. Alles klar. Dann wollen wir bei dieser Gelegenheit auch mal schnell beim Smoothie vorbeigucken. Ja, das habe ich mir gedacht. Hier füllen wir nochmal auf. 8 Käse. Dann brauchen wir 19 Gemüse. Und hier füllen wir auch den Rest auf. Okay. Sehr gut. Halbe Fahrt voraus. Es ist immer noch nichts in Sicht. Und dann werden wir mit einem kleinen Bogen hier oben zu diesem Zerstörer verlegen. Und damit haben wir jetzt 6 Frachter innerhalb von kürzester Zeit versenkt. Und der Geleitschutz, der eigentlich immer noch intakt ist. Ja, wo war der, Leute? Also mit so einem Geleitschutz möchte man jetzt nicht unbedingt in einem Geleitzug fahren. Das war jetzt richtig schlecht, was sie da abgeliefert haben. Geringe Navigationsgenauigkeit. Ach so, na pass auf, dann gehst du mal an die Karte. Die ruhen sich gerade alle aus, das sollen sie auch tun, das haben sie sich auch verdient. So, es lädt das Spiel gerade nochmal. Okay, da sind wir. Alarm! Feindliche
Oh Leute, schaut mal, der hat sich noch mal ein bisschen gefangen. Aber den sollten wir ja trotzdem kriegen, oder? Ich hoff's. Die Boote sind nicht mehr da. Ich denke jetzt einfach mal. Ach doch, da sind sie. Oder eins zumindest. Aber die Geschütze bewegen sich kein Zentimeter mehr. Also ich glaube, da können wir ruhig ranfahren. Kleine Fahrt. Bisschen Kurs ändern. Und dann wird der Erstoffizier jetzt mal an die Flak gehen mit zwei weiteren Kameraden. Wir stoppen auf. Da ist er. Und dann setzen wir dem hier ein Ende. Und das war's schon. Sehr schön. Und damit haben wir dann den Zerstörer auch noch versenkt. Der geht ohne großes Murren unter. Nochmal 2500 Punkte. Und dann wollen wir auch eben fix noch die Leute hier mit Vorräten versorgen. Es ist ja schon krass, dass die jetzt nicht von den ganzen Kriegsschiffen hier aufgelesen wurden, sondern dass die immer noch rumschwimmen in ihren Rettungsbooten. So, Boot Nummer 3. Also der Oberbefehlshaber des Geleitschutzes, der ist ja wirklich eine absolute Flasche. Der hat ja überhaupt gar keinen Plan. Hier wurden dem alle Schiffe, die er zu beschützen hat, unter dem Hintern weggeschossen. Und dann auch noch ein Kriegsschiff obendrein. Ja, krass. Gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns hier oben hin und werden dann nochmal unsere Fühler ausstrecken. Denn wir haben die Patrouille gerade mal zu 50% abgeschlossen. Wobei, Moment mal. Moment mal. Eine Sache prüfen wir nochmal. Möglicherweise wäre es gar nicht mal so doof. Die Achteren sind ja auch schon verschossen, genau. Wisst ihr was? Wir verlegen nochmal nach La Rochelle auf Munitionieren, Leute. Und das ist schon der Hammer, ne? Also, dass wir in einer Mission zweimal in den Hafen verlegen zum Aufmunitionieren. Das haben wir bisher noch nie gemacht und das zeigt uns, wie viele Ziele es hier gerade gibt, ne? Sehr, sehr schön. Also hier werden wir definitiv mit neuer Munition hinkommen. Alles andere hat ja fast keinen Wert. Achso, du bist noch an der Flak. Ne, du kannst auch mal den Kurs bestimmen jetzt. Okay. Dann. Ach so, Leute, wir können ja auch von hier reinfahren. Der Hafen ist ja nicht mehr hier. Den haben sie ja so ein bisschen geupgradet. Der ist ja jetzt dort. Das heißt, wir können jetzt hier auch erstmal reindrehen. Wir gehen auf langsame Fahrt runter und warten mal kurz, bis er alles geladen hat hier im Hintergrund. Das dauert jetzt erst wieder einen Moment. Ich denke mal, dann haben wir auch die gepanzerten Kommandotürme, wenn wir hier fertig sind. Dann können wir die auch direkt einbauen. Und vermutlich können wir auch direkt mit den 4 Punkten, die wir haben, die nächste Forschung starten. So, dann fahren wir da durch. Und dann zum Liegeplatz.
Schon hier keine Mole-RAM, Leute. Das wollen wir nicht. Alles klar. Da haben wir angelegt. Wunderbar. Und dann werden wir in der nächsten Folge unser Boot ausrüsten und werden uns erneut in die Patrouille werfen. Mein Gott, Leute. Also da sind ja richtig viele Ziele. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Versenkungen wir jetzt insgesamt hatten. Aber auf jeden Fall sind es in dieser Folge 7 Stück, ja, mit dem schon angeschlagenen Zerstörer. Und ich glaube, für eine Folge kann sich das durchaus sehen lassen. Das ist doch eine gute Anzahl. Wunderbar, Leute. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr euch auch. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Sammy. Ciao.